So, wieder hallo, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier in Forza Horizon 5. Ja, mal nicht mal Hot Wheels DLC, sondern wir sind auch mal wieder im wunderbaren Mexiko unterwegs, weil da ist momentan ja auch, ja, diese vier Wochen in einem Thema gesetzt, nämlich der Extreme E, einer wunderbaren Offroad-Meisterschaft mit Elektrofahrzeugen. Wo der große Vorteil ist, da das Elektrofahrzeuge sind, können die an ganz, ganz wilden Orten und Plätzen fahren, wo du halt mit einem Verbrenner niemals eine Erlaubnis für bekommen würdest. Und deswegen gibt es da, ich sag mal so, bildtechnisch sieht das immer sehr, sehr nice aus. Und diese Woche gibt es einen Grund, warum ich da mal reinschauen möchte. Und ihr seht vielleicht schon, ihr seht den Zusammenhang, sieht man das. Ja, nämlich diese Woche ist von Veloce Racing, nämlich die Nummer 5, ja, diese Woche freischaltbar mit einer der Saisonmeisterschaften. Und mir ist letzte Woche aufgefallen, die Saisonmeisterschaften machen doch sehr, sehr viel Laune, weil in denen sind natürlich nur die Extreme E's erlaubt und dadurch kommen sehr, sehr geile Rennen sogar zustande, muss ich mal sagen. Die fahren Offroad, machen die Dinger sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es eh ist und ich natürlich eher der Verbrennertyp bin und lieber Motorgeräusche mag, die ist das, ihr wisst Bescheid. Aber ich freue mich natürlich erst ab, dass das da im Spiel drin ist. Wer nicht weiß, welchen Zusammenhang ich damit habe, ich bin bei Veloce eSport, beziehungsweise eben dem YouTube-Netzwerk von Veloce drin, als YouTube-Partner. Grüße gehen an die Jungs und Mädels nach England. Sehr, sehr coole Truppe. Ich muss auch sagen, das Netzwerk, wo ich mit am zufriedensten bisher sind, super nah dran, die Stars, allen Pipapo. Ich fühle mich da super gut aufgehoben. Und die haben halt eben neben ihrer eSport und Gaming, sagen wir mal, Branche, Ast, Baum, Abzweigung, die ist das, ihr wisst Bescheid, auch eine eben echte, sagen wir mal, Abzweigung, nämlich mit Veloce Racing. Einerseits in, wie gesagt, Extreme E, sind zwischendurch auch in der Formula W gefahren, also in der Frauenformel-Serie. Da hatten sie auch ein Team. Mittlerweile sind sie, glaube ich, nur noch unterstützend mit dabei. Und ja, aber wie gesagt, hier in Extreme E haben sie eben ihr eigenes Team mit diesem Fahrzeug und es sieht sehr, sehr geil aus, dieses Kfz. Farbtechnisch wären wir uns natürlich jetzt gerade nicht ganz einig, weil ich blau trage und das grün ist, aber darum geht es jetzt hier gerade nicht. Trotzdem bin ich sehr, sehr happy. Und ich bin die Meisterschaft noch nicht gefahren, die fahren wir jetzt gleich. Ich bin den Wagen einfach bei so Aktionshaus gekauft, weil ich wollte den Wagen fürs Video haben und nicht erst im Video freischalten. Ihr wisst, wie das läuft. Wunderschön, haben wir das geklärt. Ja, fast 700 PS haben die Dinger ja. Rein Elektropower, wie gesagt. Und ja, sollen so ein bisschen ja, den Klimawandel so ein bisschen mehr vor Augen führen, weil eben, wie gesagt, die Rennen an Orten stattfinden, die so ein bisschen vom Klimawandel schon gezeichnet sind. Und ja, wie gesagt, an sich super cool anzusehen, allem pipapo, auch fahren die Dinger sich geil, auch hier im Spiel machen die brutal Laune. Wir haben sie ja schon einmal im Hot Wheels DLC kurz gefahren und heute fahren wir sie mal in der Saisonmeisterschaft ein bisschen. Das ist auf jeden Fall so der Plan. Was kann man hier, ich habe gerade letztes Mal geguckt, was man hier alles demontieren kann, an der Front nicht, aber man kann hinten könnte man was abmachen, ne? Da geht ein bisschen was. Gucken wir mal an, da kann man ein bisschen was demontieren. Sehr wild auf jeden Fall. Sehr, sehr wild das Ganze. So, ich würde sagen, wir müssen ihn erstmal upgraden, weil die Mannschaft ist mit der A-Klasse wieder. Wir werden es genau wie bei unserem anderen Extreme E handhaben, dass wir da ein bisschen was rausholen. Ich weiß nicht, ob wir mehr Leistung gehen sollen. Wenn ich 680 PS angegeben habe, oder bin ich jetzt gerade komplett bescheuert? Ich habe da irgendwie mehr PS im Kopf. Maximal 680 PS. Okay, ja, also gibt anscheinend dann Fälle, wo die nicht 680 PS fahren, anscheinend. Boah, wir können bis 952 PS, aber das geht leider nicht mit dem, was wir jetzt vorhaben. Ich würde sagen, wir machen erstmal wieder Bremsen. So, dann machen wir, ich würde sagen, einfach wieder Gewichtsreduktion, weil die Leistung ist ja gut. Es ist eh Leistung, dementsprechend kann man die eh ein bisschen anders nochmal, würde ich sagen, widmen oder anders rechnen, weil natürlich elektrisch da ein bisschen mehr abgeht. Wir machen die Reifen ein bisschen breiter, würde ich einfach mal sagen. Schöne 345er rundum, damit haben wir ein bisschen mehr Auflagefläche. Das sieht doch auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und dann bleibt uns ja außer dem Motor hier gar nicht mehr so viel übrig. Und damit schaffen wir dann auch entspannt die A800. Haben damit eben diese wunderbaren angesprochen. 680 PS, 1270 Newtonmeter auf knapp unter 1,6 Tonnen im wunderbaren Nummer 5 Veloce. Die Sache ist natürlich so ein bisschen Nachteil ist von den Extreme E's hier im Spiel ist, wir haben 10 verschiedene Skins bekommen. Und nicht alle dieser Fahrzeuge sehen gleich aus. Die meisten basieren auf demselben Fahrzeug. Aber zum Beispiel Hammer, ich glaube noch ein, zwei andere, sind optisch ein bisschen abgewandt. Das durften die Teams rein theoretisch, haben nicht viele Teams umgesetzt, die meisten haben nur Liveries gemacht. Aber rein theoretisch war es möglich, eben das Fahrzeug auch optisch vom Bodykit ein bisschen anzupassen. Wie gesagt, im Hammer sieht man es besonders an. Der ist sehr weit optisch, sagen wir mal, angelehnt an eben den neuen E-Hammer, den es ja gibt, mit der großen Lightbar vorne durchging. Der hat im Sinne ein leicht anderes Leuchtdesign als die anderen Extreme E's. Und das hat Forza leider nicht umgesetzt. Forza hat wirklich nur alle genommen und die Liveries übernommen. Was sehr schade ist, weil jedes ein eigenes Fahrzeug ist und es natürlich dann vor allem cool wäre, wenn natürlich auch dann die Special-Versionen drin wären und nicht einfach, ey, jetzt haben wir mit einer anderen Livery.
Ihr wisst, wie ich es meine. So, wie gesagt, in der Festival-Playlist gibt es nämlich momentan eben die Meisterschaften und die machen sehr, sehr viel Bock, weil, wie gesagt, die Dinger fahren sich halt an sich relativ nice, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir gehen da einfach rein. Schwierigkeitstechnisch gehen die Rennen. Das Problem ist ja, die Saisonmeisterschaften bei Forza Horizon 5 sind ja immer, und das haben sie auch nie geändert, auf sehr erfahren. Bei Hot Wheels macht das jetzt nicht, ist das nicht schlimm, aber hier bei auf dem Festland wäre es halt ganz cool, wenn man das auch mal umstellen könnte. Aber das ist seit Anfang so festgefahren und irgendwie darf man das nicht umstellen. Und die Leute, die das Spiel schon ein bisschen gespielt haben, ist sehr erfahren, hat irgendwann nicht mehr herausfordern. Ihr wisst, wie ich meine. So, wir gehen rein. Ich mache mir mal. Aber ich mache einen Zeitkopf, wenn ich rein, höre ich nämlich kein Wort mehr. Wir lassen, wie es ist. Wir lassen, wie es ist. Nebenbei, am Subaru-Schrauben macht Spaß. Ich habe mir auch gar nicht heute fies geschnitten. War toll. So. Wunderschön. Da, wir haben ja die anderen, die schon auch so freigeschaltet ist. Den von Andretti gibt es schon. X44 ist das Team von Lewis Hamilton unter anderem. Also er fährt nicht selber, aber es ist ein Team. Nico Rosberg hat, glaube ich, auch ein Team, soweit ich es im Kopf habe. Wie gesagt, der Hammer hat eigentlich ein anderes Design. Also richtig Bodykit-Design, wenn man ehrlich ist. Aber gut, wir gehen rein mit der Nummer 5. Den Lotto Racing Extreme E. Und das muss ich jetzt mal einfach so, also jetzt nicht, um hier groß rumzukotzen, aber rumzuprahlen, aber ich finde das Design schon mit eins der besten. Das muss jetzt einfach gesagt werden. So, für dieses Video kriege ich keinen Cent. Das auch gut. Da vorne ist, glaube ich, Montana Black nebenbei fährt im Wagen von Mr. Rosberg sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich muss sagen, ich mag die Extreme Easy im Spiel sehr gerne. Sie fahren sich erstaunlicherweise sehr geil, machen sehr, sehr viel Spaß. Und das ist jetzt nicht irgendwie rumgeblogen, aber ich finde die ja wirklich cool. Wenn die jetzt halt auch richtige Verbrennermotoren hätten, würde ich sie halt noch cooler finden. Aber das allgemeine Fahrverhalten und Offroad-Fahren mit den Dingern macht halt schon Böcke. Und jetzt halt diese Dirt-Strecke hier fahren mit so viel Asphaltabschnitt, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber naja, wenn wir nehmen, was wir kriegen können. Schau mal an. Was machen wir denn für Musik an? Ich hätte gerne. Ah, besser wieder ran. Oh, schön hier reinsliden. Man muss da ein bisschen reinkommen, weil natürlich ich sehr viel auf Drehzahl und mit Gängen bremse und das fällt natürlich hier wieder alles komplett flach, aber die Dinger haben halt gute Bremsen und gutes Handling, weswegen man eigentlich da nicht so große Fahrfehler mit reinhämmert, das ist ganz angenehm. Und sie funktionieren Offroad halt einfach so, so geil, vor allem wenn du dann mal aus der Kurve raus beschleunigen willst, hast du halt dann einfach diesen riesen Vorteil von Elektropower. Ins Drehmoment ist in manchen Fällen halt schon ziemlich sexy, auch wenn dieses Drehmoment leider keinen Klang groß hat, also ist es natürlich trotzdem sehr geil, weil du einfach aus diesen Kurven halt einfach rausprischst wie so ein Gestörter und unfassbar geile Powerslides ziehen kann. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Und da kann man auch nichts gegen sagen. Also den Vorteil, den Elektro hat mit seinem Drehmoment, das ist ein Vorteil, der geil ist. Also das ist dieser positive Effekt von Elektro. Weil mir fehlt halt nur der Klang. Deswegen, wie gesagt, bin ich immer noch, und ich habe das, glaube ich, mittlerweile dutzendtausend Mal und in jedem Mal Elektro-Video gesagt, ein sehr großer, ich weiß nicht, was in den lang gefahren ist, großer Fan des wunderbaren Themas Hybrid. Best of both worlds, liebe Leute. Es ist einfach die Mischung. Das ist einfach der Wisser. Das ist es einfach. Das fühle ich einfach. Davor davon so weit, aber von der E-Autos, in der Formel E sieht man das ja genauso. Man kann da dann viel mehr Orten fahren. Wenn die Scheißdinger halt nicht kacken laut sind und Abgase in die Luft verpesten, ist halt die Möglichkeit, auch in der Innenstadt oder mitten auf dem Berg zu ballern, in irgendeinem Naturgebiet, natürlich gegeben. Ist klar, mit Formel-1-Auto ist das schwierig durchzusetzen. Zu sagen, über die Innenstadt würden wir jetzt gerne mal mit Formel-1-Auto fahren. Alle Anwohner verstehen die eigenes Wort nicht mehr, aber wir haben die Formel-1-Fahrzeuge in Berlin. Dementsprechend natürlich ist das schon sehr geil. So. Dafür, dass wir auf sehr erfahren fahren, muss ich mal nebenbei sagen, fährt Liken hier vorne einen ganz schön heißen Stiefel. Also ich meine, wir sind jetzt Hälfte des Rennens durch und ich bin zwar dran. Ich werde noch da jetzt auch catchen können, aber ich habe jetzt auch anderthalb Runden gebraucht, um hier dran zu kommen. Erstmal eine Lücke finden irgendwo. Ja, da ist er doch. Und rennt. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ding Spiegel hat. Ich glaube nicht, ne? Man fährt ja, die fahren ja immer in relativ kleinen Gruppen, also es ist ja nicht, dass alle Autos gleichzeitig fahren, sondern es sind verschiedene Qualifier-Gruppen und ich habe durch das ganze Reglement da noch nicht ganz durchgeblickt. Ich habe mir auch noch nicht super viele Rennen angeschaut, ich habe da immer mal wieder reingeschaut, weil es ja ganz cool aussieht.
Aber also ich habe es halt immer nie auf dem Schirm, weil es halt nirgendwo groß übertragen wird. Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen würde. Momentan bin ich halt, was Motorsport angeht, eigentlich nur Formel 1 und das war's. Und wenn ich vor ein paar Jahren meinem Ich gesagt hätte, Lukas, du guckst sehr aktiv Formel 1, hätte ich ihn ausgelacht und denkst, warum ich mir die Scheiße geben sollte. Aber seit letztem Jahr ist die Scheiße ziemlich geil geworden. Auch wenn Ferrari jetzt dafür sorgt, dass dieses Jahr vielleicht die Spannung ein bisschen früher rausgenommen wird, als es mir lieb gewesen wäre. Aber ja, was willst du machen? Strategien, das ist halt auch, also, ne, das musst du können. Das musst du können, musst du wissen, was du da machst. Und das können nicht alle. Und ja, dann klappt das halt nicht so, ne? Was soll man da noch groß sagen? Es ist halt, wie es ist. So, ich hoffe, dass wir gleich noch ein paar schöne Strecken bekommen. Weil das jetzt hier keine Strecke, wo ich jetzt die Extreme East ultra geil sehen würde. Letzte Woche war die Songmeisterschaft unter anderem im Dschungelgebiet. Und da sind die Dinger halt einfach ultra lecker. Da funktionieren halt auch einfach sehr, sehr gut. Und da machen sie halt auch Spaß, da durch Stock und Stein zu prügeln. Dafür sind die halt einfach wie gemacht einfach. Das ist einfach super cool. Und jetzt sind die hier natürlich auch nicht schlecht, aber der Startabschnitt ist halt vollkommen Wayne. Also das ist halt... Da machen die Dinger keinen Spaß. Das ist ja jetzt auch nur eine Dirtstrecke. Die Teile mit dem Fahrwerkswegen so... Die sind ja locker auf Dakar-Niveau. Die können ja locker Quervel einhämmern. Wenn man es nicht übertreibt. Mittlerweile schon einige lustige Überschläge, die man so in Compilation sieht. Ja, aber Lotsche war auch das ein oder andere Mal schon dabei. Wir verlieren dann gerne mal einen Reifen. Das ist dann sehr, sehr interessant anzusehen, muss man sagen. Es hat was. Es ist wild, auf jeden Fall. So, Rennen Nummer 1 holen wir damit auf jeden Fall schon mal. Und wieder, ich würde mir immer noch wünschen, dass man die scheiß Saisonmeisterschaften in die Schwierigkeitsgrad passen kann. Warum das immer noch kein Ding ist, das muss ja nicht eine bessere Belohnung haben. Also bei Forza 2004 hatten sie es ja noch so, ey, du machst nur den Schwierigkeitsgrad, du kriegst geileren Stuff. Hier ist einfach Spiel auf sehr erfahren. Dann haben wir das auch schon. Dann ist halt auch zappenduster für uns. Dann sind wir auch fertig miteinander. Dann reicht uns das schon, Lukas. Dann ist aber auch gut hier. Komm, reicht auch. So, ich muss mal gucken, wo es weitergeht. Ich sehe nämlich gerade nichts mehr. Hier ist nämlich so vollgetackert alles. Guck mal an. Wir haben hier eine und dann haben wir hier eine. Dann gehen wir erstmal zu der hier runter. Dann gehen wir erstmal zu der unserem Festivalgebiet. Da gehen wir doch mal in ein schönes Sprintrennen. Ich muss hier auf jeden Fall Fotos dran machen, weil das ist natürlich schon prädestiniert, muss man mal sagen. So. Sehr schön, dass der Veloce Racing Extreme E überall das Aushängeschild ist. Stehender Aushängeschild. Wird nicht besser, Leute. Jetzt haben wir zumindest mal das passende Wetter. Guck hier. So. Jetzt geht es auch mal ein bisschen ab hier. Jetzt haben wir auch schlechtes Wetter. Es regnet ein bisschen. Jetzt könnt ihr Extreme E's mal zeigen, was wir drauf haben. Throaty Back. Das ist ein Name, Digga. Da ist er auch verdammt viel schief gelaufen. Aber das lassen wir. Da ist auch jemand ganz katastrophal falsch abgebogen. So, Top Speed ist natürlich jetzt nicht gegeben. Was natürlich mit daran liegt, dass ich natürlich jetzt auch keinen... Ich weiß nicht, ob ich... Doch, Besetzung könnte man ändern, aber ist eigentlich den meisten Rennen irrelevant, weil wir wollen natürlich einfach nur sicke Beschleunigung haben. Und dementsprechend scheiß auf Top Speed. So, jetzt haben wir ein bisschen Offroad, ein bisschen Regen. Jetzt kann man die Fahrzeuge auch mal ein bisschen mal nutzen. War ja gerade ein bisschen das war ja nicht mal einfahren. Das war, keine Ahnung, was das war. Traurig war das. Das war's. Ich fliege aber hier gerade entspannt durchs Feld durch. Boah, hier. Boah, das ist gar kein Thema. Ich muss die Kamera jetzt die bin ich momentan verwirrt, weil die natürlich im Hot Wheels DLC wieder anders sind, weil da sind die Fahrzeuge weiter weg. Für ein krasseres Field of View und damit mehr Geschwindigkeit hier fühlen. Bleibt denn hier schon wieder vorne mit dabei? Guck mal hier. Wir sind auch schon wieder bei der Hälfte des Rennens. Ich erkenne Parallelen. Ich erkenne da ein Schema. Ich erkenne auch das Schema, dass ich ihn jetzt gleich wieder eiskalt überholen werde, weil ich so ein krasser Typ bin. Hier ein bisschen zu lange in die Kurve reingeht. So. Ein bisschen anschieben. Ein bisschen anlehnen. Ja, ein bisschen sein hier. Ein bisschen die Kosen, ne? Ich weiß nicht Bescheid. So. Die Dinger stecken Sprünge halt einfach sehr geil weg. Also. Die sind offroadfähig schon sehr gut. Ich finde offroadfähig, jetzt nicht vom Tempo, aber so vom Fahrwerksmäßigen schon so. Der Trailcat hat hier auf jeden Fall einen Gegner gefunden. Nicht vom Speed, der Trailcat ist einfach ab und mal schnell, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber so fahrwerksmäßig, der Wagen steckt schon sehr viele Sprünge entspannt weg. Man hat mit dem schon sehr wenig wirkliche Probleme, wenn ich ehrlich bin. So. Und hier rein. Schön angestellt. Letzte Kurve nochmal. Ist ja leider keine Querfeld-Einrennen. Das hätte ich gerne. Wir haben jetzt halt gerade Dirt-Rennen.
Körbel 1 wäre halt einfach viel prädestinierter für die Fahrzeuge. Weil die fahren ja letztendlich auch gewissermaßen Körbel 1. Die haben Checkpoints, die da abfahren müssen, unsichtbare Checkpoints. Ich weiß nicht mehr, wie die nochmal getrackt werden, aber die haben jetzt also nicht irgendwo fahren und so rumstehen, sondern die wissen ihre Route ungefähr. Und die müssen da abfahren. Das haben wir jetzt leider hier im Forza natürlich nicht. Wäre schön, wenn man das irgendwie simuliert hätte, aber na gut. So, Rennen Nummer 2 ist damit auch abgehakt. Irgendwas habe ich schon abgehakt. Ja, wir haben den Porsche 911 C2 Günther Works freigeschaltet. Ein schickes Kfz. So, und jetzt haben wir hier noch ein schönes Sprintrennen. Ich glaube, das war auch wieder Dirt, ne? Das ist auch schon wieder Dirt. Vielleicht haben wir in der zweiten Meisterschaft. Wir haben noch eine zweite Meisterschaft. Vielleicht kriegen wir ja da ein bisschen Querfeld ein. Das wäre es ja. So, rein da. Ich muss sagen, ich finde die Dinger sogar echt cool. Das Heck ist nicht so ganz meins. Das Heck ist ein bisschen, das sieht traurig aus. Die Rückleuchten gucken sehr traurig. Ich finde die Front aber sehr assig. Die Front finde ich schon, die hat einen guten Auftritt. Weil wenn man die Reifen halt vorne so geil sieht. Das wird halt schon bullig. Das kann man nicht anders sagen. Das ist schon gut. In dem Fall ist alles richtig. So. Hier gehen wir in Topspeed. Gehen uns rennen in die Mauer. Jeder macht sein eigenes Ding. Ich habe auf jeden Fall weniger Topspeed als die Jungs vor mir. Das ist schon mal entspannt. Aber jetzt geht es auch gleich in den Offroad-Abschnitt und dann ist eh wieder scheißegal. Nee, geht's noch nicht. Wir fahren weiter auf Asphalt. Vergesst es. Ich wollte einfach mal ein bisschen Unruhe reinbringen. Jetzt, Alter, könntest du. Was ist denn los mit dir? Bin ich ja eiskalt blockiert. Oh, hier. Jetzt geht's Offroad, so. Na, guck mal hier, ist momentan mal nicht erster Lightning. Das tut mir ja fast leid. Da müssen wir ihm leider den zweiten Platz jetzt abknöpfen. Dass ich irgendwie vorbeikomme. Die Dinger sind ja schon recht groß. Also, so ein Extreme, ihr seht es ja im Verhältnis zu meinem Fahrer, das sind schon Dickschiffe. Also, es ist jetzt nicht so, oh, so ein kleiner Mini-SUV oder so ein kleiner Tiguan oder so. Das sind schon Brummer. Also, die Extreme E sind schon echt keine kleinen Fahrzeuge. Und wiegen, wie gesagt, ohne Gewichtsreduktion auch knapp fast 1,7 Tonnen plus. Wobei man natürlich sagen muss, das liegt auch daran, weil Elektro halt einfach auch, also beziehungsweise große Akku-Packs und Pipapo jetzt auch nicht unbedingt leicht sind. Uiuiuiuiui. Hab ich noch erreicht. Wieder Asphalt, Alter. Ich will quer mit ein. Was wollt ihr mit eurem Asphalt hier? Ich will ja nicht Gula Hatto mit den Dingern platt machen. Ich will den Urwald platt machen, ja. Das klingt viel gedankenloser. Komm schon. Wir haben den Topspeed. Er bremst unnötig. Er wird einfach mal in die Mauer geschubst, wie sich das gehört. So, können wir jetzt gleich mal wieder bitte auf Offroad abbiegen? Da wäre ich sehr dankbar. Ja, wunderschön. Danke. Wie auf Kommando. Aber die Fahrzeuge bisher nicht gefahren, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Also wie gesagt, sie fahren Offroad, machen sie halt wirklich Böcke. Also die fahren sich halt wirklich gut. Machen wirklich Laune. Und ich finde die Kooperation auch im Grundgedanken sehr geil, dass es die gibt. Natürlich, dass jedes Fahrzeug ein eigenes Fahrzeug ist und nicht einfach man ein Fahrzeug hat. Und da kannst du die Liveries auswählen im Lackiereditor. Ja, wäre auch eine Option gewesen. Weil so wie es jetzt kann, hätte ich auf jeden Fall eigentlich erwarten müssen, dass ich auch die verschiedenen Karosserieformen bekomme. Was sie ja nicht bekommen haben. Oh, wie geil, der ist einfach wegsteckt, ey. Das ist dann halt einfach wieder so ein bisschen Playground Games being Playground Games. A little bit of foul, aber ja. Ich habe ja meine Arbeit gemacht. So wenig wie nötig. Aber das wird ja keiner merken. Das wird ja keiner merken. Vielleicht haben sie da recht, aber ich habe es gemerkt. So, jetzt habe ich den Dodge nochmal gewonnen, weil das war der Preis für diese Meisterschaft. Aber ich meine, man kann immer mehrere haben. Einen auf 800, dann kann ich mal einen voll aufbauen, vor allem zumindest mal. So, und einen weiteren Extreme-Rennanzug. Die wollen wir auch alle sammeln. So. Den haben wir gewonnen. Und, hier war der Gunther Works, ne? Den haben wir jetzt abgeschlossen. So, wir gucken mal gerade ganz kurz. Ist die andere Saisonmeisterschaft Querfeld ein oder Offroad? Es ist, Dirt. Das könnte... Ah, ne, hier, Entschuldigung, da, hier kriegen wir den Extreme. Ich bin genau die andere, habe ich genau gestartet. Wunderbar. Das ist Querfeld 1, ne? Ja, das ist ein Querfeld 1. Das war ein Grip-Rennen. Geil. Okay, die fahren wir noch. Komm.
Ich habe mich gerade die ganze Zeit geschwärzt, ich kein Querfeld einbekommen, und dann fahren wir jetzt Querfeld ein. Jetzt kriegen wir unser Querfeld ein, liebe Leute. Da kommelt doch. Da kommelt doch. Aber wenn das, glaube ich, die hässliche Scheiße, man muss wirklich sagen, kackhässliche Drecks-Querfeld einstrecke ist, aber weil die macht hier leider echt nicht so viel Spaß. Aber na gut. Weil sie hier in Guanajuato, die ist echt Grütze. Also ist halt wirklich Grütze. Okay, eine ist den Berg runter, eine ist den Vulkan runter. Okay, das finde ich gut. Eine meiner liebsten Querfeld-Einstrecken im Spiel, weil die halt einfach komplett gestört schnell ist. Da müssen wir aber eigentlich gleich nochmal unser Setup arbeiten. Für die Strecke müssen wir eigentlich nochmal unseren Topspeed erhöhen, weil wir rennen ja instant in den Begrenzer. Wir gucken mal kurz, ob können wir da was dran ändern? Sword 10, kriegen wir da ein bisschen mehr raus? Sword 18, okay, da geht noch ein bisschen was, guck mal an. Sword 32, geht natürlich gerade ein bisschen Beschleunigung. Ja, 248, ich sehe das mal als ganz, ganz gut Mittelmaß. So, wie gesagt, diese Körperleinstrecke finde ich hier leider echt nicht ganz so geil, weil die wirkt sehr unbeholfen. Also der Sprung da die Mauer runter und so wirkt mir den meisten Autos ein bisschen... Also die meisten Autos sind da komplett überfordert und schlagen ein wie Metroiden auf dem Boden. Jetzt bin ich mal geschaut, wie die Jungs hier das wegstecken. Die dürften da jetzt recht entspannt sein auf der Sprung hier. Die gehen meistens richtig ins Fahrwerk rein. Gar kein Ding. Leider ist wie auf Zuckerwatte. Das Fahrwerk ist halt schon gut. So, darf ich mal... Jetzt kommt... Hallo. Sie mich immer ausbremsen müssen, Mensch. Es ist jedes Mal derselbe Scheiß. Ach krass, das ist auch nur eine Runde, okay. Junge, das ist ein Quickie hier, das sag ich dir aber. Heieiei. Okay, das ist kurz und knapp. Finde ich gut. Gerade auch gemerkt, dass ich die Strecke gar nicht so gut finde, das Spiel so. Okay, dann fahren wir halt nur eine Runde, ist ja gut. Dann machen wir weiter mit dem anderen Scheiß, den du gut findest. Das finde ich lobenswert. Dankeschön. Aber ich das Rennen natürlich dadurch überhaupt nicht gewinnen kann. Alter, wie soll ich denn innerhalb einer Runde hier auf Platz 1 fahren? Ja gut, dann müssen wir halt in den nächsten beiden Rennattacke fahren. Das war ein kurzes Rennen. Also es ist mir, vielleicht mir in der letzten Saisonmeisterschaft mir aufgefallen. Es gibt ab und an mal in einer der Meisterschaften gibt es ein kurzes Rundkursrennen. Und es ist dann wirklich kurz. Ich meine, wir haben nicht mal eine Minute gebraucht hierfür. Das ist zwar abnormal kurz. Dann fahren wir das andere Rundkursrennen. Mal gucken, ob das genauso kurz eingestellt ist. Ich glaube, das dürfte wieder drei Runden haben. Ist mal eins der Rennen ist meistens, glaube ich, ein bisschen kürzer eingestellt. Weil hier haben wir ja noch eins. Das durchs Stadion geht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da auch wieder kurz knapper haben oder ein bisschen in der Länge. Hallo, ja, jetzt komm, jetzt, ich will das Rennen fahren. Ich habe Geld gewonnen, ich weiß, XP bekommen. Weltfrieden. Toll. So. Schauen wir mal, das dürfte jetzt wieder normale Rennen haben. Und dann fahren wir zum Abschluss perfekt das Vulkan-Ding. Das ist ja selber prädestiniert dafür. Sogar im Dunkeln. So, was haben wir denn, wie viele Runden? Ich vermute drei. Auch nur eine. Mein Gott, das ist aber kurz knackige Meisterschaft. Heieiei. Okay, krass. Okay. Man muss ja auch so sagen, die Extreme E-Rennen echt sind auch nicht 20-Stunden-Rennen. Das ist auch alles, das sind auch so kurze Quickies, nennen wir sie mal lieber vor, ne? Also da geht auch kurz zur Sache und dann ist gut hier, ne? Aber dafür sind die Rennen halt relativ actionreich in der Zeit. Weil man halt nicht so viel Zeit hat. Ich glaube, irgendwie 10 Kilometer oder so, das habe ich im Kopf. Irgendwas stand mit 10 Kilometer. Ich glaube, 10 Kilometer oder so gehen die meisten Etappen. Genau, zwischen 6 und 10 Kilometer. Genau, sowas im Kopf. Also das sind ja keine langen Rennen, wenn man mal ehrlich ist. Hoppala, hoppala, hoppala. So, rein da jetzt. Die Bowlingpins hier jedes Mal stehen in diesem Rennen. Und nehmen diesem Rennen jegliche Glaubwürdigkeit. Ah, das war kein Strike, schade. Aber hier fahren wir jetzt wesentlich um den Sieg mit, den ich jetzt auch mal holen muss, weil, ja, Meisterschaftssieg und so, ne? Ich möchte ja nur sagen, dass wir momentan gerade nur Vierter geworden sind im ersten Rennen. Und, oh, das Rennen ging sogar knapp über eine Minute. Eieieiei, das war fast lang. Das ist Sprintrennen im Vulkan gleich runter länger als die ganzen Rennen vorher. Junge, Junge. So. Gut, dann haben wir schon wieder die Meisterschaftsführung geholt. Und jetzt bin ich der Kollege, der seinen Topspeed angefasst hat. Und jetzt schaller ich wie ein geölter Blitz an in den Vulkan runter. Vorbei, passt auf. Das kommt jetzt. Jetzt wird gleich passieren. Ich werde zerstören. Vielleicht schubst sich auch einfach Leute irgendwie in den Felsen rein. Das kann natürlich auch passieren. Und das wäre auch vollkommen absichtlich. Das ist so geil. Das ist halt das mit einem der geilsten Körper einrennen. Es ist komplett chaotisch und vollkommen gestört, aber deswegen ist es genau so super. So. Geld, Geld, Geld. We spend dies, das. Wunderbar. Weiter jetzt. So, letztes Rennen für heute.
Zwei Saisons mal es schaffen, in unter einer halben Stunde abschließen. Passiert normalerweise sonst auch nicht. Aber schönes Wetter. Das wäre jetzt geil bei Sturm gewesen. Das wäre bei Sturm jetzt richtig cool gewesen. Naja. Vamonos. Was bist du denn einfach am Stehenbleiben, Mann? Warum hat er denn jetzt komplett gepennt? Danke für nix, Kollege. So, Vollgas. Oh ja, ich habe mir ein bisschen Topspeed-Vorteil rausgeholt. Jaha. Da kommt geflogen. Oh ja. Ja, ja. Das Setup war gut. Das Setup war sehr gut. Wie viele Veloce hier mitfahren? Finde ich gut. Gute KI. Okay, vergesst es mit dem Topspeed. Die sind einfach noch schneller. Ui. Ich will nicht. Nein. Ich will euch schon nirgendwo reinschubsen. Also zumindest nicht die von Veloce. Die anderen können auch mal eine Klippe runterfliegen, wenn sie wollen. So. Ich freue mich gleich, wenn wir mal aus dem Topspeed-Abteil raus sind, weil dann kann man auch mal nach vorne wieder aufholen, weil wenn wir alle gleich schnell fahren, ist es halt einfach irgendwann einfach nur zuzugucken. So, jetzt kommen wir mal endlich wieder in Kurven und jetzt können wir auch ein bisschen vorne ranfahren hier. Dafür fahren wir jetzt wieder Vollgas. Aber ein schöner Sprung, der gleich wieder butterweich abgefangen wird. Kommen wir übers Wasser drüber. Nicht ganz. Ach, scheiße, noch eine Mauer, Mist. Komm schon. Die Bremsen waren jetzt sicher viel zu stark für diese Kurve. Da kann man schön reinsenden und dann go hier ganz entspannt aufholen. Sehr gut. So, Platz 2 haben wir schon mal. Hier nochmal ein bisschen aus der Bahn gebracht, wie sich das gehört. Jetzt ziehen wir uns hier schön im Windschatten ran. Oder auch nicht. Ja, okay. Oder er nimmt halt noch mehr Haus mit als ich schon. Sehr gut, danke dir. Beste Aktion, gerne wieder. Schön alles voll hier. Das ist so. Der Fluss ein bisschen abbremsen, sehr schön. Dadurch ist der Drift auch unterbrochen, wunderbar. Das hätten wir, wären wir halt noch weiter geslidet, aber der Fluss hat dann dafür geholfen, dass wir ein bisschen Geschwindigkeit rauskriegen. Sag mal, was bist du denn hier? Das war aber eine entspannte Divebomb, also beziehungsweise eine sehr komische Linienwahl, die hat bekloppterweise funktioniert. Nein, die lasse ich mir hier nicht nehmen, das kannst du mal. Ja, okay, doch, ich lass mir den. Ja, doch, ich lass mir den Sieg nehmen. Ganz entspannt. Ich nur so, es ist sehr erfahren. Also, ich hätte schon gern, dass wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochstellen. Von 3 Rennen im Curve 1 habe ich jetzt 1 gerade mal gewonnen. Lass mal so stehen. Ich bin der. Ja, geil, Meisterschaft nicht mehr gewonnen. Scheiß drauf. Diesen Wagen habe ich ja schon, Gott sei Dank. Dementsprechend ist das nicht so relevant. Ich rede mir das jetzt einfach ein. Ja. Aber das soll es für diesen kleinen Video gesagt. Wie gesagt, ich musste das jetzt mal machen, weil das ist halt schon cool, wenn man ein Auto aus dem eigenen Netzwerk fahren kann. Wisst ihr, wie ich mal? Das ist halt schon. Der Vibe ist anders. Ihr versteht das schon. So, mit diesen wunderbaren Worten würde ich sagen, bin ich raus für dieses kleine Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ganz gerne einen Daumen rum da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein ein bisschen und. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my